Und liebe Freunde, an der einen oder anderen Stelle höre ich dann weinerlich aus den Reihen der SPD, der Peter Müller müsse sich mehr mit dem Heiko Maas beschäftigen. Da frage ich mich doch, womit soll ich mich denn da beschäftigen? Wir machen's. Aber was? Und mit wem? Wie ist das denn jetzt mit der Einheitsschule? Wie ist das denn jetzt mit der Abschaffung des Gymnasiums? Wie ist das denn jetzt mit dem Bergbau? Haben die Sozialdemokraten ihn abgeschrieben? Haben sie ihn nicht abgeschrieben? Wir haben eben, ist ja unter uns, einen Bergbaubetroffenen gehört. Wie wäre wohl ein Gespräch, das Heiko Maas führt mit einem Vertreter der Bergbaubetroffenen und einem Bergmann? Das ginge so. Bergbaubetroffener: Bergbau bedroht mein Eigentum, bedroht meine Gesundheit, der Bergbau muss enden. Heiko, da hast du recht. Bergmann: der Bergbau gibt mir Brot und Arbeit, kann ich meine Familie mit ernähren, der Bergbau muss weitergehen. Heiko, da hast du recht. Bergbau Betroffener: das kann doch nicht sein, dass der recht hat und ich recht habe. Heiko, da hast du auch recht. Dafür und dagegen gleichzeitig. Keine klare Kontur, keine klare Positionierung. Wenn man sich mal auf die Homepage des SPD-Landesvorsitzenden verirrt, da kann man erfahren, ob es gestern Abend Pizza gab und ob die geschmeckt hat. Das ist ja auch wichtig, liebe Freunde. Aber in einer Zeit wie der heutigen braucht dieses Land klare, konturierte Politik, kraftvolle Politik, klare Aussagen. Man muss sich stellen, auch dort, wo es schwierig ist, und kann nicht versuchen, sich durchzulavieren. Dieses Land braucht klare Führung. Dieses Land braucht Verantwortung, wenn es drauf ankommt. Und Verantwortung, das heißt CDU in unserem Land, liebe Freunde. Applaus